So. Oh, Klaus ist am Ernten jetzt. Krieg ist vorbei. Gut. Das heißt dann aber eigentlich, müssten jetzt beigehen. Wie viele Kakteen haben wir? 19. Wir könnten 20 zusammenkriegen. S. Kaktus 10. 1,L, 1,XL, boah, was soll's. Ne, wir bauen erstmal, was wir instant bauen können. Wir bauen erstmal eine 20 hier hin. Wenn wir denn können. Also in die Ecke rein. So, hier an die Seite mit dran. So. Das wird dann nochmal eine M. 20, die können wir nämlich sofort bauen. Dies ist nämlich gerade erntereif. Können die nämlich bauen hier. Ich und Hefti. Hoffentlich. Mit dem, was wir haben. Plus ein Kaktus hier von der Dings. 17. Zwei nehmen die Jungs mit. Liegen die Leichen hier noch rum? Ja. Wie weit ist Forschung? Ach, die hat noch zu tun. Die hat noch viel zu forschen, bevor die anfängt, Leichen wegzuräumen und so. Ist immerhin schon mal M. Jetzt gibt es noch L und LXL, ne? Wenn der hier abbauen. Beziehungsweise wenn die fertig ist, können wir die vielleicht gleich aufwerten. Der holt die direkt von da. Wir haben also noch. Und da sind keine mehr. Hier ist noch eine. Und das ist fertig, die M. Okay, dann lassen wir die mal fertig bauen. Der ist ja jetzt am Anbauen, während der abgebaut wird, sozusagen. Also, wie viele kriegen wir denn da raus? Werte die mal auf. Was soll's? 10 würde er wohl rauskriegen hier. Ja. Eine Gurke. Beide noch Gurken in der Tasche. Zack, da ist wieder einer. Und wieder eine. Muss nicht viel laufen. Dann haben wir schon mal L. Das geht ja. Auf 4.
4. So, und zwar folgendes. Ich wollte mal gucken. Wir müssen mal ein bisschen Geld sparen. Und dann mal gucken, ob wir irgendwie, ob die Holy Nation uns vielleicht schon wieder mag und wir bei denen ein paar Sklaven kaufen können. Dass wir einfach mal mehr Leute hier rankriegen, das würde mich hier noch schwer interessieren. Also, ich habe gelesen, du kannst die Sklaven nicht wirklich kaufen, du kannst sie nur befreien. Aber das ist natürlich zum vollen Kaufpreis und dann hast du eine, weil irgendwo scheint sich das auf 50% auszulegen, dass die dir folgen, dass sie sich dir anschließen. Also ist nicht mal 100% sicher. Das heißt, wir haben jetzt 20 Cut, wir brauchen wahrscheinlich einen Haufen mehr. Na komm, zwei noch. Wenn ich hier dieses M lassen wollen. Echt jetzt eine noch? Ne, jetzt ist fertig. Gut, anbauen 1%, während der hier noch abbaut, das ist gut. Jetzt geht da alles hier rein. Molly forscht, der ist eigentlich alles geregelt hier. Ich bin eigentlich fast fit. Bin gespannt, was ich für den Krams kriege. Ich würde mal interessieren, ist das denn besser? Modell alte ausgebesserte Klinge, das kann ja nicht gut sein. Mitnehmen. Was haben wir hier noch drin? Nehmen wir die auch mit. Wie sieht's aus? Überlastung 70%. Naja, gut, dann gibt's Stärke. So, Farmen sind jetzt unterwegs. Wenn wir denn jetzt mal einen Haufen Kakteen haben, dann müssen wir sehen, wie es läuft. Essen haben wir noch. Medizin haben wir noch. Bücher, das haben wir nicht mehr, aber wir brauchen auch bald keine Bücher mehr. Wir brauchen diese besseren Bücher. Irgendwie. Dann. Hey, komm her, ich bin dir was schuldig. Huh? Ein Schwert ins Gesicht. Keiner schlägt mich bewusstlos und kommt davon. Was hat der? Oh, hier ist ein Händler. Naja, die Tiere von. Das ist ein kleiner Fuchs. Da. Und er hat wieder sein linkes Bein. Oh shit. Ach, das sind nur Banditen. Die kriegen eigentlich gefährlich. Klaus, wie sieht's aus? Schießt du? Oh gut, guck, der hat ihn erschossen. Klaus lebt, Molly lebt. Heft hat leichten Schaden. Oh, das klappt so super mit dem... Ups. Mit dem...
Dings. Kann die Nummer nicht. Nein, nein, wollte ich doch nicht. Quatsch. Verfluchter Klotz. Ninja-Wache. Der greift den auch an. Na gut. Schwarzer Sache gehen. Tarnung und Uniform. Ist das? Ach, die sind von den Händlern. Sklaventreiber, Sklavenhändler. Können wir denn mit denen reden? Nein. Die nehmen die gefangen. Als Sklaven. Ist aber keiner, der mit mir redet. Ist hier denn einer drin? Ne? Ist keiner, der mit mir redet. Uniform. Du kannst dich mit Fraktionsuniformen tarnen, wenn du ein komplettes Outfit trägst. Ob deine Tarnung Erfolg hat, hängt von deinen Schleichfähigkeiten ab. Der Status deines Charakters wird als getarnt gezeigt, angezeigt, wenn du eine komplette Uniform trägst. Sei aber vorsichtig, wenn man dich nicht beim Tarnen mit einer Fraktionsuniform erwischt. Denn die meisten haben nichts für Schwindler übrig. Oh. Und ich mal wieder klar. Was ist da mein los? Und erstmal meinen Krams verkaufen. Eisenhut. Gestohlen. Verkauft das einfach mal alles. Und die auch. So. Jetzt haben wir 4000. Jetzt mal gucken wir hier. Also, wer ist denn das? Deine Probleme mit den Hunden dieser Welt schaffen willst. Handelt denn hier keiner? Da ist noch einer. Oh, Nomaden-Tierhändler. Zeig mal, was du da hast. Ja, das ist der Tierhändler. Nee. Ja, die sehen doch nicht aus wie Sklavenhändler. Oh, ich hab Essen, ich hab Heilung. Zeug. Und hier noch Holzsandalen. Ja. Das sind die Sklaven, die tragen den jetzt weg. Müsste den eigentlich mal folgen. Die müssen doch hier aus der Gegend sein dann. Ich den jetzt folge, dann weiß ich, wo ich Sklaven kaufen kann. So. Oder nicht. Wenn die Nummer ein bisschen schneller laufen würden.
Wer sitzt da noch? Der redet nicht. Und feindlich sind die ja nicht. Hat sie jetzt eigentlich unsere Fraktion da verschlimmert? Stoppbanditen. Die kommen eigentlich immer. Wir gucken gerade hier nach Norden. Ja, die kommen aus Stark. Da kommen die Sklavenhändler her. Dann laufen wir hier nochmal hin. Molly und Klaus verteidigen schon wieder. Heft. Ist fit. Tonnenweise Leichen. Und ich laufe. Man soll wohl aus Sklavenhändler irgendwann mal so unterwegs treffen. Auf jeden Fall nicht feindlich gesinnt sind. Das Dumme ist, in Stack haben uns gleich die Wachen angegriffen beim letzten Mal. Obwohl wir die heilige Nation bei uns vor der Tür haben und die sind alle grün und freundlich. Also diesen alten Trupp, der uns schon von Anfang an Samurai-Stiefel. Hui. Einfach mal, liegt ja einfach mal rum. So was. Für Scheck oder so. Oder wieder die Fliegen im Ohr. Ja, Klaus und Molly, die sind einfach am Geschütz. Das ist okay, wenn die im Kampf sind. Außer dass sie praktisch ihre Pflicht vernachlässigen, das Feld zu ernten. Warum ist da mein Geschick und meine Stärke verringert? Delete hier, wie doof. Bin ja mal gespannt, ob die mich angreifen. Also außerhalb der Stadt sehe ich hier keine Sklavenhändler. So. Was fliegt hier denn? Was ist Wind? Okay, mal im Zwischenspeichern. Solange noch alles IO ist. Der liegt gerade wie blöde. Hallo? Liebe Wache, ich gucke euch erstmal antesten. Dies ist ein geheiliger Boden. Deinesgleichen ist hier nicht willkommen, Bestie. Ah, der labert immer noch. Schickt sie zur Wiedergeburtsmine, oder? Und dann nur noch zwei Typen, ja. Hier gibt's einen Hintereingang, guck mal. Okay, muss ich die mal eben loswerden, mal gucken, ob ich hinten oben reinkomme. Lauf. Gucken, wann die aufgeben. Lauf.
Oh, gib auf. Haben sie aufgegeben? Scheint so. Oh ne, einer ist hier. Ich renne ja aber über die ganze Wüste. Ih, der scheiß Regen wieder. Waren wir hier schon? Ja, ich glaube, wir waren das schon mal alles abgerannt beim letzten Mal. Und versucht hatten, vor denen zu fliehen. Ist der jetzt sehr laggy hier. Oh, wir sind hier. Die heilige Nation. Die haben Sklaven dabei. Ist er? Oder auch nicht. Sind wir einfach nur schwer gepanzerte. Läuft der mit denen jetzt immer noch hinterher? Nicht mehr. Mal schleichen. Ich will eigentlich nur versuchen, in die Stadt zu kommen. Das scheint wirklich nur die Wache zu sein, die uns feindlich gesehen. Beim letzten Mal waren wir drin, hat mit dem Händler gesprochen. Und dann kam die Wache und hat uns angegriffen. So habe ich überhaupt erst gemerkt, dass die feindlich sind. Der scheint aber jetzt aufgegeben zu haben. Ja, die rennen da wieder rum. Die kämpfen da mit irgendwem anderen, sehe ich gerade. So ein Tier. Kommt man hier rum? Kommt man da rum? Wie hier hoch? Eben dann aufpassen mit der Wache. Und das Schlimme ist, ich muss mich dann auch mit dem Sklaven rausschleichen, wahrscheinlich. Die sind ja auch alle ziemlich weit weg. Okay, das scheint zu passen. Von der Wegfindung her. Ich habe einfach über den Graben geklickt. Jupp, hier kann man in die Stadt schleichen. Oder auch nicht. Ja, ist so. Nee, kommst du nicht rüber.
ganz voll. Weil wenn die genug Schweine sind. Die schießen wahrscheinlich auch dann direkt auf mich. Da werde ich nicht durchschleichen können. Nie nicht. Selbst wenn es nicht sicher ist, dass ich da Sklaven bekomme. Krack. Ist da oben noch einer an der Armbrust? Ne, der scheint weg. Oder war der hier? Da sitzt noch einer. Da, gelb. Rot. Er ist vorbei. Blau. Rot. Wo könnte denn diese... Ich lauf mal da hin. Ich brauch Sklaven. Und dahin waren wir schon. Ganz einfach. Machen wir da oben hin. Die Karte ist ja massig, aber das sind die Waldtypen hier, die Schwärme, die uns auch nicht mögen. Mit Zwischenzeit hoffe ich, dass Heft ganz, ganz viel Kupfer abbaut. Bei 4500 können wir wahrscheinlich gar keine Sklaven leisten. Da gibt es zu diesen Schwärmtypen, was wir ja auch sind, unsere eigene Rasse. Die uns aber verstoßen haben und wir deswegen nichts mit denen anfangen können. Was haben wir da? So, das ist sowas. Da ist keiner. Diese Tatzen sind das Tiere? Oh ja. Na super. Tatzen auf der Karte sind Tiere. Die muss natürlich auch jagen. Hier gibt es nichts, was uns nicht jagt. Mir ist egal, wer. Ja, super, verhungerte Banditen. Tja, wenn ich hier sterbe, dann wird mich hier keiner wegholen können. Ich habe Hunger mittlerweile. Wobei ist denn dabei? Kein bisschen überlastet sein. Möchtest du lieber was essen? Oh shit, die noch mal schnell.
Das ist die heilige Nation, die mich hier verfolgt. Immer noch. Nebelinseln. Oh, Schande. Nebelschwärmer, die sind auch aggro. Oh, nee. Da oben komme ich nicht weiter. Soll ich mal hier einen Haken zu schlagen? Weiter. Wie laufe ich denn jetzt? Doch hier rum. Achso, ich habe gar keinen Hunger. Das sind die hungrigen Banditen, die Hunger haben. Weil ich den angeklickt hatte. Oh mein Gott. Ja, also ich alleine. Da habe ich echt keine Lust, mich da mit dem Trupp der Typen einzulassen. Also. Nee, was eigentlich hieß, war bei der Heiligen Nation. Hier gibt es mal irgendwo eine Mine. Und dort würden die Sklaven verkaufen. Oder da sind Sklaven gefangen und man kann sie befreien. Oh, könnt ihr jetzt mal aufgeben? Das war ohne Anführer. Naja, der wird mich ja nicht einholen. Heilige Militärbasis entdeckt. Wo? Lauf da mal hin. Guck mal, was das ist. Ist das auch für eine heilige Nation? Hallo. Freundlich oder feindlich? Heilige Nation? Das stand nicht. Nicht feindlich. Sonst wären die rot. Hallo? Füll da rein. Ah. Wann ist das passiert? Wann haben wir uns das mit der Heiligen Nation vertan? Diese Wiedergeburtsminen da, und das meine ich. Die müssen ja auch irgendwo sein. Jetzt steht schon wieder Alarm hintern. Ich weiß nicht, wann die Argo geworden sind. Die sind irgendwann mal zu unserem Außenposten gekommen und dann hat er gesagt, nee, ihr seid scheiße und seitdem. Oh, da ist noch eine. Ach, guck, die Typen, die hauen da jetzt rein. Das Hungrige gegen. Ich lauf mal dahin, was das ist. Vielleicht lässt er mich ja jetzt in Ruhe und ich kann hier mal mit jemandem reden.
Da verfolgen die mich ja nicht mehr. Scheint so. Hallo? Ah, ist geschlossen. Da sie. Oh, das sind Sklaven. Wenn die uns mich sowieso nicht mögen. Sklavenhalter. Stärke nutzen, Fesseln auf. Okay, das sind hier Sklavenhalter. Gehen wir auf Schleichen. Schließ mal die Fesseln auf. Ich bin frei. Was? Du bist zu gütig in dieser Welt. Okay, gut. Schleichen Ende. Weg. Hinterher. Man muss dann irgendwie bei denen bleiben. Wenn die weit genug weg sind von ihrem Lager, dann kann man mit denen reden. Irgendwie so. Das stelle ich mir das vor. Ich habe jetzt also einen befreien. Der ist auch grün. Was ist das schwer, hier Leute zu rekrutieren, du. Ich kann ja auch nicht anklicken. Folgen. Ich folge dem mal, mal gucken, wo der hin soll. Den haben wir definitiv jetzt befreien. Sind die eigentlich noch fit? Ja, sind alle fit. Der hin zu den Nebelinseln, hier waren diese anderen Agro. Hallo? Bleib stehen und rede mit mir. Wenn nicht, gehe ich zurück und hole mir den anderen. Da, wir sind schon zweimal geladen, zwei andere Gebiete. So langsam musst du doch mal mir vertrauen. Bleib stehen und red. Na voll. Jetzt rennt er zurück. Du bist frei. Nebelschwärme. Oh, das ist nicht gut. Lauf!
Stell dich wenigstens. Oh nee, jetzt bin ich entführt worden. Und was ist mit meiner Ausrüstung? Behalte ich die? Oh, da befreist du einen Sklaven und wirst selbst zum Sklaven. Super. Wir haben ihn aber auch mitgenommen. Die Ärsche. Wenn ich mal so rekrutieren könnte. Ich hab's ja versucht. Und wo wollen die hin mit mir? Bin ich überhaupt? Da sind die heiligen Minen. Das haben wir jetzt gerade gefunden. Gehabt. Die können wir ganz schön bergauf laufen. Ja. Zumindest finden wir irgendwie eine Basis wahrscheinlich. Ist da nix? Mal eben gucken, dann geh ich mal von seinem Posten runter. Ich glaube, sie ist auch stuck. So. Leben die hier in Höhlen? Alle, ich brauche Heilung. Schon wieder im Agro. Oh, Dorfbastard, den Ding. Denn anscheinend auch nicht freundlich. Und der lädt noch. So, müssen wir sehen, ob wir können ja zumindest ziemlich gut Schlösser öffnen, wo wir uns befreien können. Wäre ja auch mal interessant. Also der Idiot, ne? Das ist nur, ich bin eigentlich nur wegen ihm hier. Wollte ich nur mal dazu sagen. Laufen noch. Das kann auch dauern. Und hier haben wir ihn befreit. Und die, dann wurden wir, jetzt sind wir versklavt. Super. Das hat geklappt. Da oben drin? Ich weiß nicht, warum die Nebelschwärme heißen. Lass mich runter. Ich kann nichts machen, aber ich kann mich nicht bewegen. Hallo, ich kann da besser hochlaufen als hier. Ja, natürlich. Wieso können die so einfach bergauf laufen? Eine ganze Menge.
Oh nö, komm. Lass mal ein bisschen laufen. Vielleicht hilft das. Jetzt hat er es gepackt, glaube ich. Oder? Nö. Was sagt er? Ach so. Oh nein. Kann ich mich heilen? Nein. Aus dem Gefängnis ausbrechen. Du hast ein Verbrechen begangen und wurdest eingesperrt. Du kannst entweder deine Strafe absitzen, dich von einem Gruppenmitglied freikaufen lassen oder versuchen zu entkommen. Um aus dem Gefängniszelle zu entkommen, musst du deine Fähigkeiten um Schlösserknacken einsetzen. Wähle deinen gefangenen Charakter aus und halte die rechte Maustaste auf dem Käfig gedrückt, um das Interaktionsmenü aufzurufen. Wähle einen Dietrich aus, der Charakter muss bei Bewusstsein sein. Jetzt musst du auf den Erfolg warten. Die Geschwindigkeit, mit der ein Schloss geknackt wird, hängt vom individuellen Diebstahlfertigkeiten-Level ab. Wenn du erfolgreich bist, halte die rechte Maustaste erneut auf dem Käfig gedrückt und wähle Entkommen aus. Du solltest darauf warten, dass alle Feinde in der Nähe abgelenkt sind. Okay, Totenschädel. Das irgendwie Escape. Also ich bin hier eingesperrt. Was ist denn mein Kumpel? Gurgel, Gurgel, Kau. Was? Knirsch, Knack, Krick. Ihr esst mich auch. Die essen mich. Der isst mein Bein. Erste Hilfe. Oh, ich kann mich heilen. Guck mal. Die haben mein Bein aufgegessen. Jetzt erst noch mein linkes Bein. Ja, ich glaube, das war's. Ich glaube, wir müssen laden. Oh, echt. Stopp, bitte. Ja, nee. Linkes Bein kann ich heilen, komischerweise. Und da ist es weg. Das war mein Arm. Die Säcke. Wir werden irgendwo vorher kurz was automatisch speichern, genau. Ein paar Mal automatisch speichern zwischendurch. Hatten wir den da schon befreit? Ja. Mal jetzt mal ein Quick Save, solange ich noch frei bin. Geh doch nicht zu den Nebelkrähen. Gottlos angreifen. Hören die in dem Fohlen irgendwie gesagt, dass die dir folgen und du nicht denen? Ja, aber es ist zu sehen, dass wir nicht gefangen genommen werden. Ja. Das endet tödlich.
Warum läuft denn der auch da hinten hin? Das ist doch wieder die heilige Natur. Ich folge dem jetzt mal. Und wir folgen Usafi. Eben gespeichert. Ich will jetzt mal sehen, was passiert. Wie weit der läuft. Ob der überhaupt mal stehen bleibt. Und wenn der überhaupt nicht stehen bleibt, dann gehen wir zurück und befreien den anderen. Jetzt hat er umgedreht. Aber wir wollen noch nichts machen mit ihm. Da hinten ist Nebel. Das war, wo wir gegessen wurden. Ich schätze mal, wir werden auf viele, viele schreckliche Tode sterben in dem Spiel. Oh, Forschung abgeschlossen. Aber warum rennt der hier hin? Der wird ja nur wieder gefangen genommen und wird dann gegessen. Von den Typen hier. Ja, genau der gleiche Scheiß. Hallo, bleib stehen. Ich will, dass du dich uns anschließt. Tasse her. Gescheitert. Ach, warte mal, da war einer am Pflücken oder so. Nee. Bleib in der Nähe. Wie gescheitert. Weiß nicht, was ich da versucht habe. Man kann aber echt sagen, jeder einzelne Gehilfe hier scheint hier sehr speziell zu sein, so wie der hier. Gar nicht mehr, wo ich rumrenne hier. Das ist natürlich stark. Der bleibt nie stehen. Irgendwann muss er doch erschöpft sein, oder? Na, auf jeden Fall Hunger. Das wäre jetzt auch zu blöde. Pass auf. Wie leckt jetzt? So. Da liegt jetzt. Das ist von diesem Laden, D-Laden. So. Müssen wir vor rechts irgendwie und rum. Ne, der hat uns ja hier hingeführt, wir sind von hier gekommen, oder?
Nee, da war das Lager. Nur wir den anderen befreien können. Jetzt weiß ich ja, dass die Nebelasseln genauso aggro sind. Oh, wir laufen auf schnell. Ich versuche mich da nochmal reinzuschleichen. Bedrohung zu Hause scheint weg zu sein. Die arbeiten wieder. Oh, speichern mal. Jetzt versuchen wir das anders. Wenn ich noch einen finde. Hier oben. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Haben die mich nicht gesehen? Anscheinend nicht. Die sind einfach nicht aggro. So, man soll hier hin. Mit denen reden. 0% Chance. Ich muss erstmal die Mechanik lernen. Folgen. Nein, da steht auf jeden Fall einer. So, der sieht mich jetzt nicht. Schloss knacken, erstmal aufschließen. Er guckt aber mal in die Richtung. Ja, ist ja sicher wahr, der guckt mich genau an. Wie ich schleiche und ich habe ein dunkles Auge und der hat normalerweise so einen Pfeil, wenn er mich sieht. Und es ist dunkel. Muss doch hier wie Sklaven kriegen. Entflohener, schnappt sie. What, mich? Denk nicht mal daran, erneut wegzurennen. Ach, guck, der hat mich gesehen. Ich habe mir einfach so die Fesseln aufgemacht. Fesseln aufschließen scheint nicht verboten. Der hat nur den Sklaven versucht zu befreien. Der kann ja jetzt nicht weglaufen, der Sklave, der ist doch noch im Käfig. Da haben wir schon 50%, wir lernen das langsam. Käfig ist ja nur, ist ja nochmal 28%, das muss ich auch erstmal lernen. So, Schloss knacken. Wie öffnest du jetzt den Käfig? Genauso. Ich bin frei. Wir sollten gehen, schnell. Ja. Okay, los. Er folgt mir jetzt. Okay, ich versuche hier raus. Komm her, lauf da durch. Lauf, lauf. So, komm, lauf, lauf, lauf. Lauf.
Lauf! Komm hierher! Bitte, Rüster. Komm her! Lass dich nicht hauen! Wenn sie den umhauen. Die Wiedergeburt hat mir nichts beigebracht. Komm her, komm her, komm her. Lauf. Muss eigentlich immer nur diesem Weg folgen wahrscheinlich. Ein bisschen Leben hast du nur. Hoffe ich doch zumindest. Lass uns das hier irgendwo hinbringen. Komm her. Lauf um dein Leben, ich kann die nicht angreifen. Ich bin zu schwach. Lauf, 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 lauf. Die laufen irgendwann zurück. Entflohener Angriff. Lauf. Und so sehen das ja. Sind schon drei. Oh. Ist Ungar. Ah, okay. Die sind jetzt weg. Mache ich mal erste Hilfe hier. Hat er ein Bein verloren oder irgendwas? Ne, sieht nicht so aus. Das ist noch fett. Das klingt jetzt wirklich dramatisch, also fies, ne? Aber hey. Ich brauche einen, der für mich arbeiten kann. Oder mit mir arbeiten kann. Wir haben einen. Jetzt muss er sich nur noch dafür uns entscheiden, dass er uns folgen möchte. Weil wir so heroisch ihm geholfen haben. Also, mehr. Dann war es doch richtig. Also, da hatte einer gesagt, du musst die Handfesseln befreien. Und dann den Käfig öffnen. Und dann folgt er dir. Das scheint richtig zu sein. Jungs, ich glaube, ich habe ein neues Mitglied unserer Truppe. Wie heißt er denn? Niederer Diener. Namenlos, sage ich jetzt mal. Kann dir auch was zu essen geben. Scheint sehr, sehr hungrig. Dann aufheben. Da haben wir nichts dabei. Dann heb den mal auf. So. Und da müssen wir wohl zurück. Jetzt auch drauf kacken auf die Schleichangriffe. Ich muss jetzt zurück zu meinem Außenposten. Oh, hier ist schon eine richtige Burg hier. Nehmen den jetzt mit. Legen wir uns ins Bett und dann hoffe ich, dass er sich uns anschließt. Und ich taufe dir auf den Namen Peter oder so. Falls du denn überlebst. Und jetzt mal noch wieder ganz zurück rein. Was ist das denn? Ein Denkmal. Ja. Und wer ist hier? Heilige Fa. Oh, ist alles heiliger Scheiß, ja. Und hier kriegen wir auf jeden Fall Sklaven weg. Das muss man so merken.
Hier ist deren Hauptstadt. So weit sind wir gelaufen. Und hier ist unser Außenposten. Und hier ist eine Rebellenbasis. Da haben wir angefangen. Ich hoffe, jetzt kriegen wir keine Angriffe der Heiligen Nation. So. Wenn das klappt, dann mache ich das gleich nochmal. Und erstmal gucken, wie der sich in unsere Gruppe einbringt. Molly. Und die forscht noch. Also Platten 3. So, der hat das Feld komplett abgeerntet. Anpflanzen 8. Anbauen 9%. Die sind ja fast gleichzeitig, ja. Ja, aber 20 Dinger, wir können das eigentlich mal. Dann werten wir das auf, dann hängt das ein bisschen hinterher. Jetzt beide XL, was soll's. Gucken, wie es läuft. Und wenn da nichts zu ernten ist, dann bedient er die Eisenmaschine, passt doch. Wir kriegen gleich noch einen dazu, hoffentlich, Jungs. Dann ist alles wieder gut. Das ist grün. Da wäre wahrscheinlich schön zu leben. Bin ja nur mal hier in dem Wüstengebiet gelandet. Kann übrigens, ja, es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Starts, und dann noch woanders starten kann. Ich hoffe, das klappt jetzt hier ohne Zwischenfälle. Mein Zustand ist stabil, hat den Hunger, hat er. Da, ich sehe schon meinen Außenposten. Meine Windmühle. Wir kommen. Ich bringe Kollegen mit, neuen Kollegen. Ich hoffe, der macht nicht ständig irgendwelche blöden Fragen wie: wie bist du denn so drauf? Ist eigentlich egal, was der für Fähigkeiten hat, weil wir können den ja trainieren. An alle möglichen. Der muss auf jeden Fall beim Basisbauen so, ja, arbeiten, ne? Helfen. Nicht unbedingt Kampfkunst. Vielleicht lernt er einen Geschützturm zu bedienen. Aber hauptsächlich um Molly und Klaus zur Hand zu gehen. Dass das alles ein bisschen schneller geht. Ja, alles passt. Kaktusfarm ist fertig. Ja, komm. Ich denke, wir müssen vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein, dass wir die nicht in der Heiligen Nation vorbeilaufen, da bis er sich uns angeschlossen hat und andere Klamotten trägt. Dass er nicht mal als Sklave erkennbar ist. Und so sind Klaus und Molly wieder Zielübungen machen. Sind eigentlich deren Stats jetzt? Boah, 46. Und sie?
36. Wie sieht es aus mit seiner Landwirtschaft? 31. Und Wissenschaft 51. Ui. Molly forscht. Eisenplatten. Sie hat noch zu tun. Steinraffinerie, Steinabbau. Wir kommen bald da. nein, du läufst nicht darum. Weil da am Fuß, da steht die Heilige Nation. Dem will ich jetzt nicht vorbeilaufen. Wir laufen hier rum. Überlastung, aber das passt schon. Sonst hier jetzt durchschleichen. Gleich hier rauf. Das ist diese eine Truppe Heilige Nation, die uns immer hilft. Die irgendwie grün mit uns ist. Obwohl der Rest der Heiligen Nation uns anscheinend hasst. Und dann sagt, wir sind eine Bestie. Auf jeden Fall sind die Leichen weg. Liegt aber immer noch ganz Menge Zeug rum, was sie nicht weggeschleppt hat. Nein, wollte ich gar nicht. Nicht die Tür zumachen. So. Leg dir mal ins Bett. So. Und kein Bug. Da. Hey, was? Was ist denn jetzt? Da meinten das Speichern, Neuladen. Kann doch nicht sein. Hab ihn jetzt zu lange geschleppt. Ich will das jetzt wissen, ob der auch wohin rennt. Oder ob der auch wieder den Freitod wählt. Thank you.
da hin? Oh Mann. Ja, ich glaube, ich mache hier Pause und dann Hefty wird sterben. In die Reichweite der Armbrüste. Und am besten noch zu den Heiligen hier. Good. God, you don't know what to... So, ich schieße auf jeden Fall in alle Richtungen. Klaus, geh einfach weiter arbeiten. Toll. Oh, ihr Bein. Ach, die wird schon geheilt, wie doof. Da die sind lieb von der Heiligen Latte. Ja, seltsam. Ja, du kannst erstmal. Schlafen legen. Ich eigentlich auch. Die Armbrüste, die ballern schon rein, muss man sagen. Molly wird auch wieder. Ich verstehe aber nicht, warum sie die Sachen nicht wegräumt. Ach, Molly ist am Forschen, deswegen. Forschen ist ja wichtiger. Keine Leichen dran und dann macht sie den Steinverarbeiter. So. Zwei Stunden oder vier Stunden. Geflohener Sklave. Das könnte unser Kumpel sein.
Gott, ich weiß nicht, wie die Mechanik funktioniert. Werde auf jeden Fall noch mal einen befreien in der nächsten Runde. Und dann sehen, wie das läuft. Der Hefty muss hier Bein kurieren. Und mit Stein. Dann müsst ihr Eisen müsst ihr schon aufwerten können. Genau. 12 Eisenplatten, minus 10 Strom. Ja, mach mal. Die ziehen ja nur Strom, wenn sie betrieben werden, sonst nicht. Da haben wir eine Eisenplatte drin. Dann kann Klaus erstmal die Leichen hier aufheben. Nochmal verhungerte Banditen. Dann hebt dem auf. Dann schmeißt den auch mal raus. Den gibt man erste Hilfe an Ruka, dass ich ja hätte. Den haben wir völlig vergessen. Dann aufheben. Ah, dann leg die mal hier hin. Klaus läuft hier hin. Warum laufen die denn hier? Die sind grün. Grün ist gut. Ich bin fit. Ich kann meine Aufgaben nachgehen. Hefty noch nicht. Beleg mich mal ins Bett. Oh. Achso, hier. Laufen noch welche rum. Das ist aber grün. Oh je, je. Steht Ruka schon wieder wegen der Aufgaben. Leg dich schlafen. Du hast das Bein oder was immer kaputt. Was wollen die hier? Die folgen ihm. Priester. Die versuchen, dem hier in Formation zu folgen, schaffen sie aber nicht.
baue da erstmal das hier. Mach nur noch zwei Eisenplatten. Jetzt habe ich nicht genug Eisenplatten, pass mal. Hier lagen aber noch welche rum. Da. Sagt, dass hier noch irgendwie Eisenplatten hat. Das wäre das jetzt ein schlimmer Fehler gewesen, das gleichzeitig anzufangen. Oh Mann. Was macht ihr hier? Klaus scheint aber noch rumzuarbeiten. Die Maschine zu bedienen, meine ich. Während ich sie aufbaue. Weil ja mal eben, wenn die jetzt hier reinkommen und sagen, ja, wir greifen dich jetzt an, nachdem das ganze Spiel jetzt vorbei ist, nach der Mega, dann muss ich mal sehen. Das fände ich dann nicht so gut. Doch nicht öffentlich, oder? Doch privat. Nee, doch ist öffentlich. Hefty, bist du wieder fit? Nein. Huka? Oh, noch nicht. Klaus ist fit. Molly ist fast fit. Wollen die uns raiden, oder? Wenn die jetzt hier überfallen, also wird tot, das weiß ich jetzt schon. Was ich aber hier Bau abbrechen, Bau pausieren. So. Kann man noch abwerten. Oh, guck, Molly räumt jetzt auf. Seht ihr das? Jetzt keine Forschung, die räumt jetzt auf. Große. Und der hat eine Leiche mitgenommen. Da war noch eine Leiche. Der ist tot. Das will ich jetzt sehen. Verbrennt. Das war's. Kriegen wir was raus, ne? Einfach nur verbrannt.
Wo wollen die hin? Molly rollt Leichen weg. Ja, aber die verwehten Sachen hier, die Ausrüstung, ist gestohlen. Ne, ist nicht gestohlen. Nicht die. Klaus macht was? Mir fehlt mir eine Eisenplatte. Das Heft. Heft ist bald fit. Die sind aber grün. Keine Ahnung, was sie wollen. Ah, Osafa. Hör mal, holen eine Eisenplatte, was soll's. Fehlt jetzt hier eine uselige Eisenplatte. Ja, also Sklaverei wäre ja okay gewesen, aber die hat mich da ja gegessen. Das ist ja nicht so gut. Ich finde das noch raus, wie das funktioniert mit den Sklaven. Im Sterben. Gelähmt. Gelähmt wollen wir nicht. Wie sind deine Beine? Beine sind noch okay. Dann halt den mal. Ich kann ja uns ja dich uns anschließen. Ich hatte das einmal, wo der dann sagt, oh, du hast mir geholfen. Und dann den kurzen Dialog. Der ist dann aber trotzdem abgehauen. Scheint seine Blutung ist gestört. Geh mal schnell rein, ich brauche eine Eisenplatte, bevor wir irgendwas anderes machen. Die sind nicht gestohlen. Eine Eisenplatte bitte. Schnell, bevor der wieder aufwacht. Heftig, kann er hier wieder arbeiten gehen. Uka ist auch nicht fit. So, dann heb den mal auf. Rein zurück. Gehen wir bei uns ins Bett. Ja, ich habe keine Ahnung, was sie hier wollen. Und hier fehlt uns die eine Eisenplatte, dann ist das Ding auch wieder am Rumpeln und dann können wir neues Eisen herstellen, der Klaus. Der hat nämlich sonst keinen anderen Auftrag. Wir haben Molly. Ja, leider. Nimmt sie denen die Rüstungsteile nicht ab und verstaut sie. Das hatte ich eigentlich gehofft. Nimm mal hin. Verbrennen. Die Rüstung liegt ja alles noch rum. Ist das überhaupt irgendwem gehören? Der ist jetzt im Erholungskoma. Maruka kann sich wieder ihren Aufgaben widmen. Ich baue ihm das Ding auf.
Und dann gehen wir hier oben hin, hol dir mal ein paar. Dinger. 1, 2, 3. Oder so. Und dann gehen wir runter zu der Ruka. Wo läuft denn Klaus hin? Ach, der holt Erz. Okay. Gib mir mal die Samurai-Stiefel. Das war das schwere Rüstung. Rang minderwertig. Metallplatte, schwere Rüstung, 1325. Schnittwiderstand 80. Nee, ist das so einfach. Das ist nichts für sie. Dann räume ich das weg. Hallo, ich höre. Achso. Zeig, 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 zeig. So. Weg. Und ich mache nichts anderes mehr. So, dann können wir das wieder weiterbauen. Baumaterial müssen wir doch noch haben, oder? Ja, 33. Fehlen 15. Ein Baumaterial. Und dann fehlen wir mal ein. Das olle Nahrungsmittel-Ding, das können wir auch zerlegen. So viel brauchen wir nie im Leben. Lieb zerlegt Leichen ohne Ende. Die stehen ja warum, das ist auch nicht schlecht. Eigentlich mal die hier noch weg. Dings und die Stiefel. Und da müssen wir irgendwann mal sehen. Zack, zack, weg damit. Heft ist auch wieder fit. Molly. Sind mal alle fit. So, das ist eigentlich gute. Und die hier machen mir Sorgen. Keine Ahnung, was die da wollen. 64%, 12%. Passt, glaube ich auch. Haben die nicht. Dieser Stufe 2 wahrscheinlich noch mal aufwerten.
Jetzt haben wir auf einmal einen Haufen Eisenplatten. Jetzt haben wir hier noch. Molly macht sauber. Heft baut. Ich baue. Ist er gerade hier reingegangen? Na, no, das ist so. Okay, mal eh zu viel Stein. Endlich kommt die Leiche mal weg hier. Und ihr arbeitet hier ganz alleine. Ja, 17 von 30. Das wird also nicht fertig werden, nicht in geraumer Zeit. Das heißt, hier noch ein Baumaterial. Einen weglegen. Und dann, ich gehe mal hier hoch. Nimm mir mal so ein Schienending. Fällt so ein Schienen. Mein linke Bein ist fit, dein rechtes Bein ist ab. Da ist nichts mehr zu schienen. Macht Molly da jetzt? Molly wacht jetzt. Nee, also da würde ich sagen, wenn Molly nicht am Stein arbeiten kann, dann arbeite ich hier. So, muss halt jetzt nicht rumstehen. Jetzt natürlich nochmal eine Leiche entdeckt. Oder wie, oder was? Ich habe ja mittlerweile hier 35. Mal umgucken. Ist auch weg. Ja, ich weiß auch nicht. Ich muss jetzt hier kurz haushalten. Mein kleines Schiff machen im Haus. Und dann
das nochmal? Stärke 17. Doch, steigt noch. Geschick 13. Mit Schwertern bis 26 ziehe ich kein. Also die? Warum stehen die denn hier so rum? Ach, das ist wahrscheinlich der, den wir... geheilt haben. Was steht jetzt hier rum? Ja, dann zeig mal. Füll all dein Gold. Einfaches? Ja, brauchen wir nicht. Verbandzeug. Essen. Die Planke. Ringsäbel. 4000. Neuer Waffentyp Planke, eine gute Alternative für Kämpfer, den ja, die kennen wir ja schon. Frage ist, wie gut ist das, wenn wir das selber herstellen? Nehmen wir noch ein Buch. Und das Essen. Egal was da ist. So, die haben sich wieder umgebracht, oder? Ja, sich halt die nicht mehr. Das mit dem Banditen, das bringt nichts. Ja, das ist den, den wir geheilt haben. Testen. Suppe. Fleisch. So, Molly. Die ist unterwegs. Gucken, ob sie das wegräumt. Sollte sie eigentlich. Das geht schon viel schneller, ja. Ist Molly. Da. Jetzt gegessen. Doch, die bringt's weg. Da wollen noch die Leiche aufholen. Das ist ein bisschen eklig.
sortiert das hier schön weg. Also Essen anbauen lohnt irgendwie nicht. Irgendwie ist es. Ist das der Verbandkasten? Den der da hochbringt? Ja, immer nur ein. Ist egal, dafür wird zwei geholt. Wir sehen, ob sie den Orthesenkasten auch mitnimmt. Jetzt der Steindings fertig. Irgendwann müssen ja mal die Leichen ausgehen, oder? Oh nein. Abgetrennter Liga-Arm eines Menschen. Ja, die bringt auch weg. Ist das Inventar voll, dass jemand nur einen mitnimmt? Nö. Doch. Vierundachtzig. 15, doch, das passt ganz gut. Athletik müsste steigen wie Hulle eigentlich, ja, genau. Wissenschaft 52. Mehr Leichen. Jo, die Leute. Alle fit. Was macht's denn hier immer? Ach, die bringt die Metallplatten aus dem Maschine in den Dings. Jetzt verstehe ich das. Aber Klaus muss gleich ernten. Wie fängt er an, Baumaterial zu bauen? Ja. Das ist ein bisschen doof. Sie rennt jetzt immer da runter, wenn da mal eine Metallplatte kommt. Weil das ihre Priorität ist. Ja, zumindest baut sie noch ein paar. Wenn er die Eisenraffinerie macht und sie macht die Stein, dann machen wir doch bei ihm bei ihr Eisenplatten weg und bei Klaus Eisenplatten rein.
Seien das Wasser oder Kaktus. Oder kochen. Oh, 1,50 schon, nicht schlecht, die wird langsam. Die Typen hier, ich weiß nicht, was sie wollen. Reden können wir mit denen auch nicht. Steine haben wir hier ohne Ende. Ja. Brunnenwasser ist voll dann. Nur noch 10 Kakteen. Da ist bald Ernten. Ja, ich sag mal hier Pause und bei der nächsten Runde versuchen wir nochmal einen Sklaven zu befreien. Wahrscheinlich hätte ich ihn nur gerade so aus der Gefahrenzone tragen sollen. Und nicht bis hierhin, also. Und dann war er bewusstlos, weil ich habe ihn dann bis hierhin getragen und dann ist er wieder weggelaufen. Der doof. Ich dachte jetzt echt, wir hätten noch einen. Also rein in die Mine, einen Sklaven befreien. Zu sehen, dass er da lebendig irgendwie rauskommt. Wenn er umgehauen wird, dann ihn heilen und dann warten, bis er zur Bewusstlosigkeit kommt. Und dann gucken, ob er uns hilft oder nicht. Würde ich sagen. Und noch 100 Stein. Ja, okay, Pause, bis dann.